Hallo und herzlich willkommen zu Caro und Giorgio. Heute soll es um Giorgios Teilnahme beim perfekten Dinner gehen und ich stelle ihm die Fragen, die euch interessieren. Bist du bereit? Let's go. Wie ist es zu der Teilnahme gekommen? Ja, also ich habe einen Anruf bekommen aus Köln. Hallo, hier ist das perfekte Dinner. Wir haben deine Anmeldung bekommen. Ich so, Entschuldigung, was habt ihr bekommen? Ja, also Caro hat mich einfach angemeldet. Bist du trotzdem happy damit? Okay, fangen wir an mit der wichtigsten Frage. Was gab es zu essen? Menü. Es gab Gambas al Ajillo. Dann gab es Babysteinbrot mit Parmesan-Polenta, Hollandaise, grünem Spargel. Und Dessert war ein Crêpe Suzette mit nicht selbstgemachter Vanille-Eiscreme. Der ist neben mir. Wer hat die Blinis gemacht? Ich. Wer hat den Blini-Teig gemacht? Caro. Was würdest du sagen, hat dir am meisten gefallen? Am meisten gefallen die ganze Woche über hat mir, ja, das war einfach jeden Tag eine neue kulinarische Erfahrung. Für mich hat Essen auch immer so was mit Vertrauen zu tun, wo man isst, mit wem man isst. Und ja, das war eine interessante Woche, nette Leute kennengelernt und ja, das war das Beste. Bist du mit deiner Leistung zufrieden oder würdest du sagen, du hättest lieber irgendwas anders gemacht? Also jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht das Brot selbst gebacken und das Vanilleeis selbst gemacht. Das wusste ich nicht, dass da so ein Fokus drauf gelegt wird. Muss man beim perfekten Dinner auch den Fisch selbst angeln? Genau, den hatte ich ja einen Tag vorher mit meinem Freund Juan aus Soyer im Apnoe tauchen selbst gefangen. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie ist der Tag abgelaufen? Ja, das war eigentlich ganz entspannt. Wir haben uns um 9 am Markt getroffen mit dem Kamerateam. Also morgens Fischmarkt, dann waren wir hier und haben so Vorbereitungen gemacht. Gambas geschält und dies vorbereitet. Hattest du Unterstützung an diesem Tag? Ja, ich hatte Unterstützung in der Vorbereitung für einen kleinen Moment. Im Testkochen war das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Da haben wir für Karos Großmutter und Tante gekocht und dann haben wir zusammen serviert, zusammen alles zusammen gemacht. Aber beim Dinner selbst war Caro ja nicht dabei und das war schon ein bisschen stressig, alles selbst zu machen. Sagen, das war die größte Schwierigkeit, alles alleine zu handeln, oder gab es irgendwelche anderen Probleme oder Schwierigkeiten, mit denen du konfrontiert warst, mit denen du vielleicht vorher nicht gerechnet hast? Also das war die größte Herausforderung, alles selbst zu machen, zu kochen, zu servieren, Wasser, Wein nachzuschenken, guter Gastgeber zu sein, während man gar nicht am Tisch ist. Ja, und dann gab es noch so technische Herausforderungen, zum Beispiel, dass man nicht nur 5 Teller kochen sollte, sondern 6, einen für die Kamera. Ja, also das hat das Ganze natürlich. Ach so, und dann ist natürlich Fritz noch ausgefallen und dann kam dafür Vegetarierin und dann musste ich plötzlich das Menü noch einmal auf vegetarisch umstellen. Was gab es für vegetarische Alternativen? Statt Gambas gab es braune Champignons, statt Fisch gab es Halloumi. Okay, und wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Ich weiß ja, dass du ein großer Fleischliebhaber bist. Wie fandest du den Abend, an dem dann vegetarisch selbst gekocht wurde? Ja, also ich wollte hinterher einen Wikipedia-Artikel schreiben über meine, also es gibt ja für jede Diät einen Carnivore und Pesketarier und weiß ich nicht was. Aber dass ich einfach nur ein bisschen Fleisch essen wollte, das wurde leider nicht berücksichtigt. Das ist natürlich sehr schade. Okay, dann gehen wir weiter in den Fragen. Und zwar eine brennende Frage, die uns alle interessiert. Was ist der Gewinn? Gewinn monetär, ich glaube, es waren 3.000 Euro.
Gibt es am Anfang ein Budget, von dem ihr die Zutaten bezahlen könnt? Das war so eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro pro Tag und 300 Euro für die Lebensmittel. Heißt ja, wir haben 400 Euro zur Verfügung. Hat dir das gereicht? Es waren 800. Aber sorry. Mathe ist nicht meine Stärke. Hat dir das gereicht? Naja, ich habe den Herd vorher umgebaut, habe ziemlich guten Fisch gekauft und die Gambas, also so plus minus hat es gereicht. Was würdest du zukünftigen Teilnehmern für einen Tipp mit auf den Weg geben? Also auf jeden Fall einmal Probekochen und bei dem Probekochen alles schon alleine machen. Das ist das Wichtigste. Keine Hilfe an dem Abend, sondern wirklich kochen, servieren, Wein nachschenken, alles selbst machen. Kannst du mit dem Fame umgehen, den du durch das perfekte Dinner erlangen wirst? Diese Frage werden wir rausschneiden. Möchtest du noch irgendwas sagen? Nein. Würdest du nochmal teilnehmen? Also in der Runde, wie das hier stattgefunden hat, würde ich auf jeden Fall nochmal machen. War eine gute Woche. Gut, vielen Dank. Und falls ihr das Anhängsel von jemandem seid, der beim perfekten Dinner mitmachen wird, kann ich euch nur sagen, plant viel Zeit, plant irgendeine schöne Aktivität an diesem Tag ein, weil ihr müsst den Ort verlassen. Ich finde, das ist wichtig zu wissen. Und ansonsten dürft ihr natürlich bei den Vorbereitungen ein bisschen mithelfen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich hatte eine Woche meine Ruhe. Die Drehtage waren ja doch ziemlich lang. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Also wenn man berufstätig ist, dann sollte man sich auf jeden Fall eine Woche frei nehmen, um das Ganze in Ruhe zu handeln. Ansonsten hast du das sehr gut gemacht und ich denke, wir können alle gespannt sein auf die Folge. Yay! Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.